Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Exakt seine Worte. Eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Speer. Was meinen Sie? Sie sollten auf der Bühne stehen, wenn der Vorhang fällt. Ja. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Die Logik der Frau. Oder hat uns daran hindern, selbstständig zu denken? Ja, ja! Herr Speer. Der Führer. Würden Sie mit ihm sprechen? Er wird sicher auf die Frage eingehen, ob wir hier in Berlin bleiben oder nach Berchtesgaden fliegen sollen. Sie werden ihm doch zureden, abzufliegen, Herr Speer. Er hört auch auf Sie. Überzeugen Sie ihn, Herr Speer. Wenn er Berlin nicht verlässt, ist es aus. Die Bolschewiken werden uns allen den Hals umdrehen. Hören Sie gut zu, Wünsche. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner, meine Frau, selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Günsche, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich werde ihn ausführen. Wir sprechen ein andermal darüber. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Mein Führer, das kann und darf nicht sein. Mein Führer? Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Wie lange können Sie noch halten? Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Die Leute sind verraten.